Ja, Kammer, Ihr Mandant bekam heute 16 Jahre Haft, schuldig Mord und versuchten Mord. Was sagen Sie zum Urteil? Und ich verstehe das Urteil so nicht. Es haben die Geschworenen immerhin auf die Frage Notwehr mit 5 zu 3 entschieden. Das heißt, drei der Geschworenen hatten ganz erhebliche Zweifel am Vorsatz, beziehungsweise haben sich dafür entschieden, dass ein Rechtfertigungsgrund vorlag. Also es bestehen ganz erhebliche Zweifel. Und deshalb ist die Strafe auch mit 16 Jahren nach meinem Dafürhalten wesentlich überzogen. Wieso haben denn hier die Geschworenen nicht mildernde Umstände mit einberechnet? Ja, das frage ich mich auch. Ich meine, es waren ja nur Milderungsgründe vorliegend für den Angeklagten. Er ist gänzlich unbescholten, er war noch nie auffällig, er war die gute Seele des Vereins, er war der Vermittler innerhalb dieser Gruppierung. Also insofern hat man auch nach meinem Dafürhalten die Milderungsgründe wesentlich zu wenig berücksichtigt. Ihr Mandant hat nun schon im Gerichtssaal angekündigt, dass er in Berufen gehen möchte. Teilen Sie diese Meinung? Der Mandant hat gesagt, er möchte Bedenkzeit. Ich werde ihm jedenfalls empfehlen, Nichtigkeitsbeschwerde und Strafberufung anzumelden und erhoffe mir auch sehr viel von diesen Rechtsmitteln.